zurück bei Sims 1 und spielen weiter, versuchen wieder Julia, vor allem Julia, in ihrer Karriere weiterzubringen. Aber auch allgemein die anderen natürlich so unterstützen und das Spiel zu genießen. Jetzt muss ich erstmal die Sims wieder ein bisschen versuchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Oh, was war das? Ich habe jetzt nicht gesehen, was sie gemacht hat, was ihnen nicht so gefallen hat. Zuhören. Okay. Da ist der Wallah. Das scheint sie besser zu interessieren. Als sie eher zu interessieren. So. Vor allem bin ich wieder sehr erfahren. Beim letzten Mal war ich mit ihr im Studiopark und da schlaucht sie immer sehr. Sie muss sich erstmal erholen. Ja, ich würde sagen, erstmal kurz erleichtern und dann ins Bett. Was macht Winfried? Geht auch ins Bett. Julia, geh doch bitte mal auf die Toilette zuerst, dann kannst du dich ausruhen. Genau, so ist gut. Und der Winfried träumt von Geld, von Money. Ist auch notwendig, sehe ich hier, ne? Es sind schon wieder etwas klamm. Sie haben nicht viele Reserven. So, sie wird eh gleich von selbst wahrscheinlich ins Bett gehen. Also hoffe ich mal. Was machst du? Aufwischen, das musst du doch nicht machen, Cassandra. Spiel lieber mit den Welpen. Mit Marie. Marie, spiel mal ein bisschen mit Marie. Das ist doch viel schöner, ne? Ich würde sofort am liebsten jedes kleine Tier hier, jeden Streuner adoptieren. Lass doch mal bitte die Pfützen in Ruhe. Es ist ja löblich, dass du alles hier sauber machen willst. Ah, geht nicht, okay. Vielleicht hier hingehen? Na gut, lassen wir mal. Du musst dich auch ein bisschen ausruhen, meine Liebe. Ja, wenn ich sie ins Bett schicke. Geh doch mal bitte hier hin erstmal. Ich will sie jetzt auch nicht gleich wieder ins Bett schicken. Dann schlafen wieder alle, wobei es wäre eigentlich egal, ne? Da läuft die Zeit ja auch schneller. Ich schicke sie ins Bett. Julia ist auch im Bett, genau, wie ich dachte. Ist ja auch schon relativ spät. Gut, dann lasse ich mal die Zeit schnell laufen. Hat doch wieder so ein Geist an, ne? Oh, okay. Lea die Bärin. Was hatte die nochmal gemacht? Die kenne ich schon. Ob sie klaut irgendwas oder sie bringt was. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wie wir sehen. Wie sie auch läuft. Haha, okay. Lässt sich schmecken. Okay. Claire, die Bärin. Ja, immerhin wirft sie die Mülltonne nicht um. Das ist doch schon mal was. Okay. Oh, okay, ach, sie sind aufgewacht. Deswegen, okay. Wahrscheinlich wegen dem Gebrüll, ne? Na gut, Imbiss nehmen, okay, kannst du machen. Und wie weit sind die anderen? Ja, es ist doch okay, ne? Mach doch mal bitte kein Imbiss, sondern hier wird doch gleich mal für alle Frühstück. Das wäre doch viel besser. Was macht die wohl hier? Elise, okay. Obwohl sie schon viel Hunger hat.
aber sie liest dir ein Buch. Ne? Ist ja auch okay. In der Zwischenzeit kannst du Frühstück machen. Um 1 Uhr nachts. Ist egal. Halt dir bitte nicht in den Finger. Hier mit dieser komischen Messerhaltung. Mr. Wolverine. Oder nee, das wäre eher Assassin's Creed, ne? Was unter der Hand so rauskommt, anscheinend das Messer, ne? So wie bei Assassin's Creed halt. Aus dem Handgelenk. Wobei das wieder eine ganz eigene Art ist hier. Ich mach auch mal dann die Musik leiser. Ich habe gehört, das nervt mit der Zeit. Aber die Musik ist ja gar nicht genug, ne? Doch, sie ist. Okay. Ich bin wieder gestört von dem Geist. Wer ist es diesmal? Und. Ach, lass das bitte. Wie sich der Geist freut. Lass doch das mal bitte. Das setzt sich wieder draußen hin. Während die Onti hier einfach so über den Rasen spaziert. Wir setzen sich lieber draußen erst drinnen. Ne? Dabei habe ich hier bequemere Stühle für euch extra aufgestellt beim letzten Mal, ne? Oder beim letzten Mal. Sie wollen lieber auf den harten Holztischen sitzen, Holzstühlen sitzen. Na, gut. Aber immerhin sitzen sie zusammen, ne? Und unterhalten sich über Kraken. Geld. Und Einbrecher, die nicht da sind, zum Glück. Doch da. Hey. Außerirdische. Alles außerirdische. Die Kraken und die Einbrecher. Okay, Winfried, wie sieht es mit dir aus? Vielleicht können wir bei ihm ein bisschen weiter. Wobei, er braucht eigentlich gar keine Weiterbildung. Er hat einen Job als Rekrut. Ich würde für ihn gerne einen anderen Job auswählen, wenn das geht. Denn die Militärkarriere scheint mir für den Winfried von Spinnweb jetzt nicht so ganz passend zu sein. Aber die aktuelle Tageszeitung ist noch nicht da. Da müssen wir noch warten. Okay, in der Zwischenzeit, genau. Sehr gut, nimm ein Bad. Die spülen ab. Auch schön. Und das macht die Cassandra. Cassandra hat Spaß, okay. Aber schalte jetzt mal bitte die Musik aus. Und spielt vielleicht ein bisschen Klavier. Das ist doch besser, ne? Ich glaube, das hört sich auch besser an. So, Julia. Okay. Die Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Okay, ich glaube, da lasse ich nicht mitfahren. Sondern lieber dann doch einen anderen Job suchen, sobald die Tageszeitung da ist. Okay, Kind kann keine Fertigkeiten lernen bei Sims 1. Das wusste ich jetzt auch so nicht mehr. Oh, sie putzt sich die Zähne. Sehr gut, nach dem Frühstück. Gut, mein lieber Winfried, dann mach du mal das, was du gerne machst. Okay, geh erstmal ans Telefon, bitte. Was ist jetzt schon? Julia war vor dir da. Wer ist es? Haben wir wieder was gewonnen? Der Kopf deiner esoterischen Beraterin ist gerade explodiert. Kleine Warnung für dich. Lass das. Wie sie sich auch beschwert. Okay, wenn wir schon mal am Telefon sind, wobei es ist 5 Uhr früh, da rufen wir jetzt lieber niemanden an. Du bist schon satt. Du musst auf deine Linie achten, meine Dame. Nimm lieber ein Bad. Nein, du gehst nicht zur Arbeit. Du suchst nachher, du kannst das machen. Du suchst nachher nach einem neuen Job, ne, der vielleicht passender ist.
Okay, Cassandra, reicht erstmal, danke. Mach mal hier bitte ein Nickerchen, bevor der Schulbus kommt. Und baden würde ich. Oh, das ist sehr schön, Bild. Dankeschön. Ihr macht sauber. Die werden doch immer ordentlicher, meine Süße. Das war, glaube ich, am Anfang nicht so. Wobei, wahrscheinlich doch, ne? Vor allem Cassandra ist ja sehr ordentlich und will immer sofort alles putzen oder aufräumen. Ich bin gespannt. Die Zeitung müsste eigentlich jetzt dann kommen, glaube ich, um 6 Uhr, ne? Gut, fährt weg. Egal. Der Zeitungsbote, mal schauen. Jetzt ob diese Zeit kommt. Ich dachte, sie kommt um 6 Uhr, aber ich sehe noch nichts. Na gut. Julia ist fertig mit Baden. Dann würde ich jetzt bitten mal, es ist 6 Uhr. Ich denke, du kannst jetzt schon anrufen. Und zwar die Julia anrufen, die andere Julia. Die berühmte Julia. Sie quatschen. Auch versuchen wir es mal, sie einzuladen, ne? Bin sicher, sie kommt. Ne? Kommt sie? Ohne mich! Oh! Wieso denn? Oh, beim letzten Mal ist sie gekommen, ne? Okay, macht nichts. Dann versuchen wir einfach mit ihr zu plaudern. Wahrscheinlich ist sie beschäftigt. Das kann ja auch sein, ne? Gut. Nur plaudern. Wie sieht es denn mit der Beziehung aus? Ist noch nicht so toll. Die müssen wir in jedem Fall noch aufbauen. So, Winfried. Okay, er geht auf Toilette. In einer Stunde kommt der Schulbus. Bis dahin ist Cassandra auch fertig mit Baden. Wo ist denn die Zeitung? Ist noch nicht da. Ich dachte, sie kommt jetzt dann. Naja. Gut. Achso, er kann nicht auf Toilette, wenn die Tochter im Bad ist, natürlich. Verständlich. Okay, wie sieht's aus? Beziehungswerte bei 29. Wir können auch gleich nochmal diese Marie anrufen. Hör bitte auf, was zu nehmen. Lieber Jul, ich störe sie jetzt. Ich hindere sie jetzt einfach. Zu einer Party einladen. Ne, ich versuche mal diese Marie hier mal anzurufen. Ja, danach darfst du ins Bett gehen. Ja, natürlich. Und mit ihr ein bisschen zu plaudern. Marie. Du plaudern, mal sehen, ob es geht. Komm mal schneller. Setz dich ans Klavier. Blablabla, kannst du dich nicht mal kürzer fassen? Entschuldigung. Na gut, das war nichts. Okay, Julia, du kannst ins Bett gehen. Ah, lass mal ihn noch ein bisschen spielen. Ich wollte eigentlich, dass er ja auf die Toilette geht. Aber geh doch mal bitte trotzdem ans Telefon. Ich möchte schon wissen, wer anruft. Vielleicht haben wir ja wieder was gewonnen. Wer weiß. Oder ist es ein Telefonstreich? Das wäre auch lustig. Du bist, ach so, ja, ja. Heute nicht zur Arbeit gegangen. Ja, ja. Ich weiß. Gut. Mal auf Toilette. Ist die Zeitung immer noch nicht da? Ich dachte, die kommt jeden Tag. Sie ist noch nicht da. Seltsam. Na gut. Irgendwann wird schon eine kommen und bis dahin, ja. Wenn er jetzt gefeuert wird, wäre es mir ehrlich gesagt auch egal. Denn die Militärkarriere ist jetzt nicht so das, was ich was passend für ihn ist, wie ich finde. Lieber Winfried, geht doch bitte mal die Fische füttern. Und er ist auch schon wieder so müde. Dass sie immer so müde sind, die armen Sims, ne? Oder so schnell müde werden, das ist ein bisschen nervig.
Aber naja, ich müsste ihn ja nur noch mal ein besseres Bett kaufen, ne? Aber das, was jetzt haben, das reicht erstmal. Das Budget ist ja auch nicht so toll bei uns gerade. Was macht er? Nichts, er ist völlig zufrieden mit sich und der Welt. Sitzen, ja, Winfried. Da kannst du schon statt sitzen, statt einfach nur rumzusitzen, ins Bett gehen. So, dann wird jetzt halt hier schneller laufen. Ich hoffe, da es Tag ist, wird sie auch nicht von Geistern gestört. Es ist eigentlich tatsächlich besser, wenn sie am Tag schlafen. Julia ist ausgeruht. Jetzt kannst du auch was essen. Das Essen ist noch gut. Ich meine, es steht hier zwar einfach auf dem Boden rum, aber es sind noch keine Fliegen dran. Also kann sie das ruhig noch essen, würde ich sagen. Winfried lassen auch ausruhen, dass alles wieder im grünen Bereich ist. Den lassen ausschlafen. Oh, Birgit ist schon wieder weg. Er hat schon alles sauber gemacht, wie es aussieht, ne? Vielleicht Herrn Gärtner würde ich auch gerne mal holen, ne? Das sieht hier nicht schön aus, aber der ist natürlich auch wieder. Der kostet natürlich auch wieder Geld, verständlich, natürlich. Lass mal. Vielleicht hat Winfried so viel Energie, wenn er aufsteht. Es sieht doch eigentlich ganz gut aus, dass er hier zumindest mal diese Blumen entfernen kann. Vielleicht stelle ich auch ein paar Sträucher hin oder so. Die wachsen ja auch nicht. Ist das Schulbus, der zurückkommt? Ah ja, okay. Cassandra ist zurück, sehr schön. Und ist schon wieder sehr müde. Ich könnte ja auch mal eine Party veranstalten. Das werde ich jetzt vielleicht machen mit Julia. Ne? Da hätte ich nur gern. Was denn hier so? Der wird irgendwie blockiert, ne? Ah ja, ich sehe schon. Aristoteles und Jimmy. Ja, da musst du jetzt leider warten. Da kommst du jetzt nicht dran vorbei. So. Winfried? Wissen, oh. Nein. Sie ist leider nicht in Stimmung, Winfried. Umarmen. Oh, umarmen. Genau. Umarmt euch einfach. Okay. Bevor ihr jetzt aber eine Party veranstaltet, würde ich bitten, dass ihr euch beide umzieht. Julia, nee. Warte nochmal, bis er sich umgezogen hat. Wobei, du kannst sie auch gleich schick machen. Oder warte mal, stopp. Ich möchte gern mal wissen, wie ein Haifischchen aussieht. Oh, sehr hübsch, Winfried. Wahnsinn. Also, das ist Haifischchen. Ja. Okay, wie du meinst, Winfried. Wie du meinst. Wie sieht sie in Haifischen aus? Das ist, glaube ich, dieses Glitzerkostüm, ne? Geht nicht, steht im Weg. Winfried, geh bitte aus dem Weg. So, jetzt. Nein, nicht außen. Nicht außen rum gehen. Geh bitte hier mal hinauf. So. Vogelsnah! Ich glaube, das lasse ich lieber. So, also High Fashion.
Cassandra geht ins Bett, jawohl. Ja, genau, es ist dieses Glitzer, Stola, Dings, was sie da anhat. So, wo ist Winfried? Holt sich ein Imbiss. Okay. So, wer ist es? Komm mal schneller. Oh, 800 Simoleons. Yes. Vielen Dank. Das passt doch. Da können wir schon eine schöne Party damit veranstalten, ne? Agenten suchen. Er kann keinen Job suchen. Hereinbringen. Post reinbringen. Okay. Julia, ja. Zu einer Party erlaubt. Das versuchen wir jetzt mal. Da kannst du dann auch wieder ein bisschen Spaß haben. So, mal schauen, wen wir einladen können. Hey, danke. Ich bringe direkt noch ein paar Freunde an, rufe noch ein paar mehr Leute an, dann wird die Party der Knaller. Wen haben wir jetzt eigentlich hier eingeladen? Okay, mal sehen, wer kommt. Wir versuchen jetzt auch nochmal, die Julia jemand einzuladen. Einladen. Mal gucken. Komm mal ganz schnell. Komm mal bitte vorbei, wir haben eine tolle Party am Start. Es gibt Dinge. es gibt ja viele Dinge, die ich gerne tun würde, aber ein Besuch bei dir kommt erst ganz zuletzt. Aber du warst doch schon mal hier. Sowas. Na? Okay. Wir holen die Post. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie hier was servieren sollten oder so. Okay, wer kommt denn alles? Hermann, Willi, Boris, Harry, Renata, Diana. Und Nicolo, das sind ja viele Leute gekommen, ne? Haben wir hier, ach so, die braucht man nicht begrüßen, die kommen einfach so rein, ne? Hallo, Willi. Sehr schön. Ich jetzt dringend auch etwas Spaß. Ich glaube, ich setze jetzt einfach, ich lasse die Gäste Gäste sein. Und setz sie mal vor den Fernseher. Jana, also sie sieht hier schon aus, als könnte sie ein Star sein. Sehr gut, sie holen sich schon was. Sehr gut, die Post. Genau, und holt ja auch erstmal was zu essen, ne? So, kann ich hier jemand von den Gästen bitten, mitzumachen? Bist du mein Fan? Tschüss. Herr Breyer rufen. Irgendwie bei Sims 2 sitzen. Vielleicht kann ich es jetzt doch so bewegen, dass sie sich zu mir setzt. Mal gucken. Hier scheint so zu sein. Genau, ein bisschen Fernsehen. Ja, sie will wohl nicht. Geht auf. Okay. Dann lassen wir das mal. Winfried, wenn die Party einen Tiefpunkt hat, kommt der Pantomime gerade recht. Jetzt ist er vorbei mit den langen Gesichtern. Also so Party ist natürlich wohl nicht so toll. Ne? Kein Wunder, wir setzen den Gästen einfach den Alltags, die Alltagsgerichte vor und machen sonst nichts. Keine Bar, keine Unterhaltung, ne? Plaudern über Katzen, das machen wir, weil über Katzen redet doch sicher jeder gerne. Ne? Ich glaube, Hermann in jedem Fall. Oder es ist aber nett, Harry, dass du die Teller abräumst. Sehr gut, sehr schön von dir. Nichts. Dann versuchen wir mal, ein bisschen Unterhaltung reinzubringen.
Oh, Julia. Was hat denn der Pantomime? Was ist das? Michaela. Klatsch und Tratsch. Okay, unterhalten wir uns mal ein bisschen. Also es wird schon ein bisschen Spaß, ne? Was soll denn Pantomime kommen? Ich muss mein Kind abholen. Es muss ins Bett. Ja, natürlich. Aber ich sehe den Pantomime nicht. Naja, dann wird schon noch kommen, vielleicht. Gut. Also, ich kann leider nicht aufstehen. Weg wird blockiert. Oh, Fanna, Twaras, Eko, Bada. Schon wieder Hunger, er hat doch gerade was gegessen, oder? Verstehe ich nicht. Oh, ist da la warte. Ich guck da zu und hinter uns dann. Ja, hier sieht wirklich sehr schön hin, will ich nicht sagen. So kantiges Gesicht, ne? Ist mal sehr sportlich, der liebe Boris. So, kannst du jetzt mal endlich aufstehen? Oh, die Katze hat Hunger, ne? Ich kann dir aber nichts geben. Geh doch mal bitte weg. Kann jemand sie wegholen hier? Sandra, du kannst bitte aufstehen. Ah, jetzt geht sie weg. Okay. Gut. Essen kannst du später? Unterhalte dich doch mal erst mit Diana. Oder ist da Pantomime? Gabby, die Schauspielerin. Erschreckt werden. Die Küche ist wohl etwas zu klein. Hey, you know, ne? Das sieht schon das wirklich nach Schauspielerin aus, ne? Also, ja. Ich meine, man unterhält sich in Küche und Bad. Nicht, ne? Fernseher läuft. Aber den schalte ich jetzt mal wieder aus, ne? Ist, glaube ich, doch recht nervig. Müll liegt in der Küche rum. Die Rechnungen. Das ist doch eine wunderschöne Party, ne? So. Ich bin im Schlafanzug. Genau, ein bisschen spielen, hast recht. So, hier ist was. Was macht Winfried? Er bringt den Müll weg, okay. Cassandra geht auf zum Spielen. Jawohl. So. Parfum, wei wei. Rick, rick, ra ra la. Oh, jetzt mischen sich auch noch die Geister in die Party. Wer ist das? Vegas. Mr. Vegas, okay. Garn, Eli, Punenau. Right, der ist wieder ziemlich down, ne? Erhol ich erstmal. Ach so, ja, Winfried. Wobei, ich konnte mir keinen neuen Job suchen, ne? Zeitung habe ich hier reingebracht. Die ist jetzt auch verschwunden. Aber da war keine Option da, einen neuen Job zu suchen. Naja. Okay, hier nimmt er bitte mal einen Kaffee. Kuhn, blum, bei der Mau. Hey, Anna, man blaste, Mara. Mara, knock, knock. Oh, oh, piep. Es gibt hier auch keine Zeit, ne? In der, wie bei Sims 1, wie bei Sims 2, meine ich. Ja, sie kommt nicht hin, okay. Es gibt Stau in der Küche. Wo die Party dann nach einer Zeit endet. Was ist jetzt? Winfried? Ah, da geht die Zeitung holen. Nee, lass mal bitte. Er kann keinen Job finden. Ich glaube, Wille will gehen, ne? Oh, Dimlau! Dimlau! Julia? Dag, dag. Ein Buch lesen. Lass die Gäste Gäste sein, ne? Nee, das wollen wir jetzt mal nicht.
Hey, hey, ho, ho, babi, di, ni, mi, ho, bitte, bei den grown day, die malen. Was kannst du ihnen geben? He, da. Autogramm. Kuss. Ja, das wäre vor Winfried jetzt nicht so toll. Oh, schade. Das hat abgebrochen. Und es schmeckt immer auf Winfried, ne? Nee, lass mal. Aha, die müssen alle gehen. Okay, es ist zu spät. Gut, tschüss. Das war doch eine ganz schöne Party, oder? Ich würde schon sagen. Luther. Nö, nö. Ja, okay, alles klar. Es ist 1 Uhr nachts, verstehe. So. Der Pantomi. Winfried, also wird von 3 Geistern erschreckt hier. Das gibt's doch nicht. Lasst ihn in Ruhe. So, was ist mit der Julia? Ich kann schon nicht mehr reden heute. Genauso nervig wie der Clown. Okay, ein bisschen Klavier spielen, das passt. Cassandra, was machst du? Ost reinbringen. Ich geh lieber mal ins Bett, meine Liebe. Wobei, sie hat auch ziemlich viel Hunger, ne? Nehmen wir lieber erstmal einen Imbiss. Eieiei. Wie am Fließband stören die Geister hier. Oh, Entschuldigung, das war das Mikro. Das war jetzt nicht so toll. Aha, nicht Klavier spielen, aber Fernsehen. Na gut. Das war doch mit sich ein Imbiss. Das war eine anstrengende Party, ne? Weil da ist auch niemand gekommen von dir jemals, die ich gerne eingeladen hätte. Da wollte niemand kommen. Wird sie jetzt erschreckt? Lass das bitte. So, schalte bitte mal den Fernseher aus. Und ich würde sagen, geh jetzt mal ins Bett, hoffentlich ohne Störung. Sandra, bitte auch ins Bett. Ich schicke jetzt alle mehr oder weniger ins Bett hier. Winfried. Ja, er kann auch ins Bett gehen. Wobei, er hat echt ziemlich viel Hunger, ne? Ich würde ihn lieber erst noch mal was essen lassen. Und dann ins Bett schicken. Nicht, dass er im Schlaf verhungert. Das wollen wir nicht. So, einfach nur einen kleinen Imbiss holen. Und die anderen zwei sind im Bett. Winfried auch gleich. Und dann spiele ich vielleicht noch einen Tag. Nein, danke, Auntie. Schon nervig. So, hier sieht es aus wie üblich nach einer Party, würde ich sagen. Lassen wir jetzt auch alles so mal stehen und gehen ins Bett. Und schlafen mal alle schön. In einer Stunde, nee, das, die lassen wir auch wieder weiterfahren. Selbst wenn dann die Gefahr ist, dass man gekündigt wird. In einer Stunde kommt der Schulbus. Okay. Winfried ist heute wieder nicht zur Arbeit gekommen. Winfried ist entlassen worden. Ja, das war zu erwarten. Ist mir aber an der Stelle auch egal, muss ich sagen. Okay, Cassandra. Ja, spielen, okay, aber ich würde dich doch bitten, dass du vielleicht vorher, bevor du zur Schule gehst, noch schnell was isst. Ah, er steht auf. Du bist aber nicht ausgeschlafen. Und dir auch nicht, naja. Gut, vielleicht kann er ja jetzt einen Job suchen, ne? Nee, kann er nicht. Hat er wahrscheinlich auch keinen Sinn dafür.
Ja, Entschuldigung. Was anderes? Ja, erstmal, bevor du in die Schule gehst, erstmal noch einen Imbiss. Er hat schon ziemlich Hunger. Ja, Winfried, tut mir leid. Mach doch bitte trotzdem mal für alle Frühstück. Und die Julia kann mal das Bad benutzen. Tschüss, bis später, Cassandra. Viel Spaß in der Schule. Ach. Ist was? Oh, ist das das Frühstück, was du gemacht hast? Was ist das? Ein Joghurtdrink, so sieht das aus. Ne? Ich würde jetzt, er hätte es auf Energydrink getippt nach den Dosen. Aber ich sag jetzt mal, das ist ein Joghurtdrink. Das zumindest ein bisschen mehr auf nach Frühstück aussieht. So, da kannst du gleich nochmal einen nehmen davon. Einen Teller nehmen. Ja, sagen wir mal, es ist ein Teller, okay. Und Julia geht ins Bett. Ich lasse bitte schneller laufen. Ins Bad meine ich, nicht ins Bett. Wo bist du denn jetzt? Ach, hier, okay. Na, ja. Mitten auf den Rasen. Naja, wie du meinst. Abspülen, okay. Ich setze. Ja, ich glaube, Klavierspielen funktioniert nicht. Muss doch gar nicht so dringend. Naja, gut. Ach so. Oh, er zieht ab. Okay. Ich setze ihn jetzt mal einfach wieder von den Fernseher. Oh, Julia. Dann bitte auch. Oh. Er hat jetzt das weggetan. Da war doch noch was drin, oder? Na gut, schnell zum Mittagessen. Okay, dann machen wir das. Und sieht fern. Schaut sich eine Schnulze an, oder? Was sieht er an? Oder eine Comedy? Wie er sieht sich einen Eisbären an. Mit seltsamen Kopf drauf. Ich glaube, das ist ein Eisbär. Oder ist das ein Eistroll? Dann ist es ein Märchen oder ein Fantasy-Film, ne? Scheint auch ein Standbild zu sein, mehr oder weniger. Okay, was hat sie sich hier gemacht? Das sieht aus wie überbackener Toast, oder? Also so Toast Hawaii oder sowas. Sieht nämlich ein bisschen so aus. Und die Küche sieht aus, aber die gute Birgit ist ja auch schon da, ne? Die hat jetzt alle Hände voll zu tun. Um das ganze Chaos nach der Party aufzuräumen. Okay, Julia. Gut. Nachdem du das abgespült hast, will ich nochmal jemand anrufen, ein bisschen plaudern. Genau. Dass ein bisschen aufgeräumt ist, ne? Dass die Birgit nicht alles alleine machen muss. So, dann. Jetzt bitte mal die andere Julia anrufen und ein bisschen plaudern. Ich hoffe, sie ist jetzt besser gelaunt und will mit uns sprechen. Nur plaudern. Komm mal ins Nala.
Ja, jetzt anscheinend schon. Jetzt ist sie bereit, mit uns zu reden. Perfekt. Das steigt schon ziemlich langsam, die Beziehung. Also da müssen wir schon noch mal mehr tun, ne? Hoppla. Okay, es ist immerhin schon ein paar Punkte gestiegen, ne? Alles klar, so, wie geht's denn? Ja, nicht so toll, ne? Weil ich sie jetzt, vielleicht kann sie ein bisschen Klavier spielen, dann kann sie auch gleich ein bisschen kreativ, aber ich glaube, sie will nicht. Ist nicht in der Stimmung, oder? Oder doch? Oh. Ich dachte jetzt, sie wird sich weigern, Klavier zu spielen. Okay, Winfried, schalt mal bitte den Fernseher aus, wenn du schon nicht mehr spielst. Damit man auch das schöne Klavierspiel hört. Sie gleich wieder küssen, ne? Kannst du nicht einfach zuhören, wie schön deine Frau spielt? Boo! Du kannst sie doch vielleicht nur mal ein bisschen unterstützen. Das hört sich doch ganz gut an. Also wirklich, Winfried. Macht sich hier wieder unbeliebt. Naja, lass ihn geküsst werden, ja. Ach ja. Das hat einfach keinen Sinn dafür, ne? Schon besser. Das hört sich schon ein bisschen besser an. Aktivitätszimmer jetzt bei 4 Punkten. An was sie noch arbeiten müsste, deswegen unterbreche ich jetzt auch ganz frech das Klavierspiel, ist Charisma. Damit sie bei Auftritten besser ankommt. Dass ich sie jetzt nochmal einen Punkt Charisma üben. Ach, Winfried, das wird doch eh nix. Weißt du noch, was beim letzten Mal passiert ist? Das heilige Game. Jetzt schaue ich mal, ob die Zeitung inzwischen neue Zeitung gekommen ist. Ah, jetzt kann er sich einen Job suchen. Okay, ich dachte, das ist wohl eine andere Zeitung, ne? Ich habe es vorhin bei dieser hier versucht. Das ist wohl was anderes. Was ist das hier? Erst angesagt, das ist nur ein Klatschmagazin. Okay. Okay, Cassandra ist auch wieder da. Sehr schön. Aus der Schule zurück. Wie sieht es denn eigentlich mit deinen Noten aus? 3. Ein 3 Plus. Ich dachte, sie hätte vorher eine 3 Plus gehabt. Ich weiß auch nicht, wie man hier nochmal. Oh, das folgende Jobangebot stand heute: Verbrecherkarriere eines Taschendiebs. Möchtest du den Job annehmen? Also, da die Familie Spinnweb schon ein bisschen nicht ganz konform ist, könnte ich mir vielleicht sogar eine Verbrecherkarriere für Winfried vorstellen. Ne? Das ist ja so die Adams Family von Sims. Ich nehme ihn mal in. Ich lasse ihn mal an. Nehmen. Großartig, wir schicken dir einen Wagen für 8 Uhr. Ja, weil Verbrecher auch meistens tagsüber arbeiten, ne? Aber na gut. Cassandra, musst du ein Bad nehmen? Ja, sieht so aus. So ganz frisch ist Cassandra nicht mehr. Okay.
Okay, wie sieht's bei Julia aus? Ja, dann bis sie den Punkt hat, das wird noch ein bisschen dauern. Ach so, das war Julia zu vorhin. Winfried mit den 4 Kreativpunkten, ne? Julia hat ja erst 3. Dafür schon 2 Charisma-Punkten. Okay, Pickett ist fertig. 50 Euro, das ist ja günstig. Also das ist wirklich günstig. Ich hätte sie sogar mehr bezahlt, ne, für diese Arbeit. Okay, Julia, gut, du schaffst es heute eh nicht mehr, denke ich. Geh mal bitte aus dem Weg, damit Cassandra sich baden kann. Genau. Wollen wir ja nicht stören, ne? Nicht davon abhalten, wenn sie schon selber baden will. So. Winfried? Oh, wer ist das? Daniel, kann man ihn begrüßen? Begrüßen. Machen wir mal. Vielleicht ist das ja ein Spielgefährte für Cassandra. Es geht nicht. Da ist ein kleiner kleine Anhöhe. Ach Gott. Ah, das ist schon manchmal auch nervig, ne? Versuchen wir es nochmal. So blöde das. Das zu klappen. Hallo Daniel. Welcome to our home. Aufmuntern. Blada puta. Wohl etwas down. Gerade. Oh, schaut euch das an. Ja. Kannst du mit ihm herbeirufen? Okay, mach mal das mal. Ratu, Kalantina? Okay, ja, vielleicht kann Daniel gleich mitessen, ne? Laden ihn doch mal zum Essen ein. Mal gucken. Okay, also Cassandra ist der Meinung, dass es anfängt zu regnen. Was nicht sein kann, denn es gibt zumal jeweils kein Wetter bei Sims 3. Kann man hier auch eigentlich mit dem Sims interagieren? Nee. Während des Essens? Nee. Aber nicht. Herbeirufen. Ja, er ist ja schon da. Das brauchst du nicht mehr zu machen. Winfried ist drinnen. Okay. Okay, okay. Also ich sehe, meine Sims müssen sich schon wieder sehr erholen. Ich nehme auch schon wieder ziemlich lange auf. Das heißt, ich mache jetzt an dieser Stelle mal Schluss, beim nächsten Mal weiter und werde dann sicherlich nochmal mit Julia ins Studio fahren. Ja, und dann mit ihren neu erworbenen Fähigkeiten, ich glaube, ein bisschen hat sie sich ja verbessert im Vergleich zum letzten Mal, dann noch ein paar Auftritte dort absolvieren und so weiter, ne? Und mal schauen, wie die ankommen. Okay, und bis zum nächsten Mal.